Hallo Ladies and Gentlemen, Coach Tobias Forst hier, Gründer von Achilles Life Coaching und willkommen zum heutigen Thema Intimität und Gaslighting. Gaslighting ist für Narzissten, wie wir wissen, ein Tool, das derartig leicht zur Verfügung steht wie Messer und Gabel beim Essen für uns normale Menschen. Es wird ständig und überall verwendet, um euch in einem Prozess dahingehend zu erziehen, dass ihr über Manipulation und Konditionierung euch im Laufe der Zeit ausschließlich so verhaltet, wie der Narzisst es von euch möchte, damit er oder sie seine oder ihre narzisstische Bestätigung von euch bekommt. Intimität und Gaslighting sind dabei leider keine Ausnahme. Besonders gefährlich im Zusammenhang mit Intimität ist Gaslighting deswegen, weil wir in diesen Situationen dazu tendieren, dass wir weniger aufmerksam sind, dass wir ruhiger werden, dass wir weniger wachsam sind. Und gerade das ermöglicht ungewollterweise dem Narzissten und der Narzisstin die Möglichkeit, uns massiv und nachhaltig zu manipulieren. Wir gehen heute 4 Beispiele durch, 2 für die Ladies, 2 für die Gentlemen, wie das aussehen kann, Gaslighting im intimen Setting, währenddessen oder danach. Und wir gehen dabei Beispiele, die entsprechenden Beispiele durch, die ich sowohl von Klienten habe, die ich hier über die ich mit euch sprechen darf, sowie im letzten Beispiel für die Gentlemen eines aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich werde in diesem ganzen Prozess, weil wir uns ja auf YouTube befinden, einige Worte und Formulierungen deutlich abändern müssen, also schaltet bitte eure Imaginationskraft ein, damit ihr auch genau wisst, worum es jeweils geht. Beispiel Nummer 1 für euch Ladies. Stellt euch vor, ihr seid intim mit eurem narzisstischen Partner und währenddessen berührt ihr euch an 2 spezifischen Stellen, die zwischen eurem Hals und eurem Bauchnabel befindlich sind. Und er vermerkt mit einem leichten Grinsen, die waren schon mal fester. Was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft euch gegenüber ist, ihr seid nicht adäquat. Eure Physis gibt nicht mehr das her, was sie mal hergegeben hat. Dabei sind Gründe egal, dabei gibt es keine Möglichkeit der Rechtfertigung. Es ist eine Feststellung, es war keine Frage. Und während ihr in einer Situation euch gerade befindet, in der ihr für euch beide gebt, ist der Narzisst mal wieder ausschließlich damit beschäftigt, nur für sich selbst zu nehmen. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob er Sixpack ein Bierfass unter seinem Bauchnabel geparkt hat. Es ist völlig egal. Ihr seid unzulänglich und unzureichend nach seiner Vorstellung. Also Vorsicht mit so etwas, denn es mag durchaus bei euch zur Veranlassung führen, um ihm wieder besser zu gefallen, je nachdem wie intensiv und lang andauernd die Manipulation über Gaslighting bereits gegenüber euch stattfand, Wochen, Monate, Jahre teilweise, dass ihr euch veranlasst seht, eure Workouts zu intensivieren, öfter ins Fitnessstudio zu gehen, länger und öfter am Tag laufen zu gehen. Vielleicht kommt das Gespräch wieder auf das Thema Implantate. Oder alles zusammen. Die Ideen eines Narzissten, wie ihr euch doch wieder in seiner Gunst steigen könnt, sind mannigfaltig und extrem kreativ. Lasst euch nicht verarschen, Ladies. Beispiel 2, Gentlemen, ihr seid dran. Ein Klient erzählt mir diese Geschichte. Stellt euch vor, ihr seid mit eurer narzisstischen Partnerin gerade intim zugegen und ihr verteilt zum Abschluss eure Lebenssubstanz auf ihrem Bauch. Sie sieht sich das an und befindet die Menge für nicht ausreichend und sagt euch, das ist aber wenig. Und ihr denkt euch, ja, weil ich 3 Stunden zuvor mich eigenhändig der Männerwellness gewidmet hatte, um Stress abzubauen.
Was ihr damit unwissentlich gemacht habt, war, dass ihr in einer weiteren Funktion tätig wurdet. Ihr wurdet neben ihr, eurer narzisstischen Partnerin, als weiterer Dealer, Supplier von Intimität tätig. Und in den narzisstischen 10 Geboten darf das nicht funktionieren, denn du sollst keine andere Quelle der Intimität neben mir haben. Nicht einmal dich selbst. Meine Herren, Gentlemen, euer Körper, eure Wahl. Denn es spielt auch für die Narzisstin keine Rolle, dass ihr gerade intim wart, dass ihr ausschließlich mit ihr intim seid. Es ist bereits der Bruch des Vertrauens, wenn ihr mit euch selbst beschäftigt seid. Beispiel Nummer 3. Ladies, ihr seid wieder dran. Stellt euch vor, ihr seid schwanger. Und eure Physis ändert sich. Logisch. Und euer narzisstischer Partner, Mann, Freund vermerkt, du bist fett geworden. Echt hässlich. Also da passiert bei mir gar nichts, wenn ich mir das ansehe. In euch wächst ein zweites Leben heran. Und deswegen sind für ihn in seiner Welt die Shaming-Taktiken euch gegenüber gerechtfertigt. Es geht noch weiter. Während ihr schwanger seid, wisst ihr, ihr habt ihn erwischt dabei, dass er euch fremdgegangen ist. Es ist ein Prozess, ihn zum Zugeben zu bringen, auch wenn es nichts bringt, aber sagen wir mal so, ihr seid zumindest an dem nächsten Step, dass er dann zumindest mit einem Ja-Aber euch das zugesteht, dass er hier außerhalb eurer Beziehung intim war. Natürlich darf er das, denn ihr seid fett geworden. Und bei so etwas wirklich das Augenmerk darauf haben, wenn euch diese Umstände für das größte Geschenk in eurem Leben zur Last gelegt werden, dann läuft hier etwas ganz arg daneben. Und ihr solltet euch die Frage stellen, ist das ein gutes Umfeld für mich, für meine geistige Gesundheit, für meine emotionale Gesundheit? Ist es ein gutes und gesundes Umfeld für mein Kind? Denn dieses Kind wird stets, sogar noch vor Geburt, weil ihr euch damit beschäftigt und euer Leben darauf ausrichtet, was in euch heranwächst, wird in steter Konkurrenz zum männlichen Narzissten in eurem Leben stehen. Warum? Weil das Kind, dadurch, dass es von euch Aufmerksamkeit bekommt und bekommen muss, zieht dieses Kind, welche Frechheit, narzisstische Bestätigung dem Narzissten ab, die er normalerweise komplett und ungehindert von euch durch lange Konditionierung über Gaslighting und andere bekommen hatte. Beispiel Nummer 4. Für die Gentlemen zum Abschluss aus meinem eigenen Leben. Im Rahmen eines kurzzeitigen Datings mit einer narzisstischen Frau vor einiger Zeit nach Intimität sitzen wir beide am Tisch uns gegenüber, beide im Bademantel, und während es noch alles schön und nett und cozy läuft mit dem Gespräch, bringt sie auf einmal ein sehr bedrückendes Thema hervor, nämlich den Vorabend betreffend, an dem sie und ich mit Freunden in einer Gruppe abends unterwegs waren. Und ich hatte es gewagt, Lachen mit einer gemeinsamen weiblichen Freundin zu teilen. Hier triggerte die intensive Eifersucht der narzisstischen Frau. Und sobald das kommt, liebe Herren, gilt auch für euch Ladies, das nennt man Mirroring, wenn ein Narzisst euch potenzielles Fremdgehen oder auch
möglicherweise stattgefundenes Fremdgehen unterstellt oder wenn der Narzisst das so sieht, dass das auf jeden Fall A schon war oder B noch kommen muss, könnt ihr davon ausgehen, dass in den meisten Fällen das Fremdgehen bereits seitens des Narzissten oder der Narzisstin stattfand. Also gab es hier mir gegenüber definitiv diese Wahrnehmung, dass ich musste natürlich Interesse an dieser Frau haben, weil wir gelacht hatten. Und sie versuchte in diesem Kontext Tränen rauszudrücken, ohne großen Erfolg. Sie hielt teilweise den Atem an und die Atmung zwischendrin wurde etwas kürzer und sie ging sogar so weit, sich an die eigene Kehle zu fassen, als würde mein Verhalten am Vorabend ihr buchstäblich die Luft rauben. So schwer war das für sie. Und ich kannte dieses Verhalten bereits, denn ich hatte vor langer, langer Zeit bei einer jüngeren Cousine, als diese noch im Kindesalter war, die Entschlossenheit beobachten können, dass dieses kleine Mädchen damals emotional unreguliert ihren Willen ihrer Mutter aufzwingen wollte und dabei die Luft so lange anhielt, ohne Witz, bis sie bewusstlos umfiel und der Körper die Atmung wieder regulierte und sie dann erwachte. Ich kannte das bereits, ich war in der Situation, Bademäntel gegenüber, hier in meinem Frame. Ich wusste, was war und was nicht war und ich wusste, was passieren wird und was nicht passieren wird mit dieser Frau am Vorabend. Und ich lehnte mich einfach nach vorne und begann zu grinsen. Die narzisstische Frau mir gegenüber, die noch intensiver, mittlerweile war der Hals schon rot und das Gesicht lief schon an, weil ich ihr so den Atem raubte, auf die anscheinend ungute Art, stellt sich raus, dass sie dann auf einmal völlig neutral mit normaler Stimme, sauerstoffversorgter Stimme, in der Lage war, mich zu fragen, was machst du da? Und ich entgegnete nur, ich warte ab, was zuerst passiert. Ob es dich umhaut, oder ob du dich zusammenreißt. Und dann, Ladies und Gentlemen, geschah das Wunder. Die Wolken spalteten sich. Ein Lichtstrahl fiel auf die knapp bekleidete Narzisstin mir gegenüber herab. Und kein geringerer als der Sonnengott Apollo in seiner radianten Gutmütigkeit reichte auf die im Bademantel bekleidete Narzisstin herab und flüsterte ihr ins Ohr, reiß dich zusammen. Und, Spoiler-Alarm, sie riss sich zusammen. Was darauf folgte, die meisten von euch kennen es auch schon aus den eigenen Erfahrungen, es folgte eine Discard-Phase. Kein Kontakt über die nächsten 3 Tage. Ein paar Tage nach der Rückkehr beendete ich dann die Beziehung. Wäre ich jetzt der Realität nicht bewusst gewesen, hätte ich vielleicht den Rückschluss gezogen. Anscheinend hatte ich ihr wirklich sehr wehgetan, indem ich hier mit dieser Frau am Vorabend gelacht hatte. Und das noch unter ihrem Beisein. Deswegen ist es so wichtig, Ladies und Gentlemen, dass ihr euch der Realität bewusst seid, eurer Realität bewusst seid, dass ihr danach handelt. Denn was ihr an Verhalten beim Narzissten oder Narzisstin euch gegenüber erleben werdet, wird in drastischem Konflikt stehen zu eurer Wahrheit. In dem Fall, was ihr an Gegenteiligem hört und gezeigt bekommt. Und in dem Rahmen wünsche ich mir für euch, dass ihr euch Folgendes aus diesem Video als Hilfe rauszieht. Behaltet euch eure Wachsamkeit und eure Aufmerksamkeit bei. Ihr müsst nicht paranoid hier durch die Intimitätselemente mit eurem Partner, eurer Partnerin gehen. Aber seid trotzdem bei der Sache, was ihr hört, wenn euch irgendetwas unterstellt wird. Und fragt euch, soll das jetzt zu einem Ändern meines Verhaltens führen? Die einzig inadäquate Person
in diesen Settings und allem, was ihr vielleicht auch schon erlebt haben mögt, ist diejenige Person euch gegenüber, die versucht, dass ihr euch inadäquat fühlt. Und in diesem Zusammenhang, gebt nicht auf und gebt nicht nach. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Wenn ihr beim Umgang mit narzisstischem Missbrauch und dem euch rauslösen aus Beziehungen jeglicher Art, geschäftlich, privat, in romantischer Hinsicht, wenn ihr meine Hilfe wünscht, ihr findet mich auf achilles-lifecoaching.com für eure Session. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.